bin der Exposito. In der Seetritt. Herzlich willkommen zurück bei Ghost Recon Breakpoint. Wir spielen ja hier im Koop-Modus und der Seedritt steht zu meiner Linken. Hallo! Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Richtig! Hallo und ja, ihr wisst schon, herzlich willkommen. Wie immer. Ja, wir haben ja heute ein Ziel vor den Augen und zwar wollen wir dort hinten diese Stützpunkt einfach mal so versuchen leer zu räumen. Oh ja, Dazu würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, dass ich mit der Drohne einfach mal darüber fliege. Ja, um mach mal. Zu gucken, was da überhaupt ist. Und solange du da mit der Drohne fliegst, werde ich mal kurz meine Waffen durchgehen hier. Ja, mach das. Also, hier ist zumindest mal alles rot. Eine Menge Leute rennen durch die Gegend. Der Vorteil mit der Drohne ist natürlich, dass man alle mal irgendwie rausbekommt, was das für Leute hier sind. Da steht unser Hubschrauber, den wir ja eigentlich haben möchten. Ja. Damit wir nicht latschen müssen. So. Man kann aber mehr alle Leute quasi, da ist ein Schwergewichtler, der wird wahrscheinlich schwierig. Man kann alle Leute vorab mit der Drohne mal identifizieren und man kann nachschauen, wo irgendwelche Kisten sind. Das kriegt man wichtig dann ist, alles schon auf der Zeichnung, beziehungsweise Zeichnung, auf der Karte. Wichtig angezeigt. Ja, Sedrit, du bist auch noch dran. Wichtig ist, dass man die Typen auf den Türmen irgendwie vielleicht zuerst erwischen. Was hältst du denn davon? Wir gucken mal, ob ich da schon mal einen ins Visier bekomme. Also ich kann so viel sagen, es sind sehr viele Leute. Das ist Fakt. Also naja, abschießen würde ich jetzt noch nichts hier. Nee, ich schieße noch nicht. Ich gucke bloß, ob ich mal einen ins Visier bekomme. Ich sehe aber auch keinen. Das sind überall Bäume davor. Ja, wo kein ist, ist auch Abel, ne? Da musst du mal schauen. Ja. Ich schaue. Ich krieg die nicht ins Visier. Achso, es könnte jetzt möglich sein, dass ich alle entdeckt habe. Geht hier nochmal eine Runde. Ja, fliegt nicht zu tief, mein kleiner Freund. Nee. Du weißt, wie die drauf sind, eine Drohne, Datenschutz, Ja, die können ja nicht fliegen. Nicht schießen, meine Drohne hier. Ja, aber wenn wir die da aufnehmen, dann machen sie wieder Umwege, Datenschutz und weißt ja. So, okay, also gut. Viele Feinde. Wo soll ich mich hinstellen? Hm. Hast du einen Plan? Auf jeden Fall. Ja, ich hätte. Ach, du hast angefangen, okay. Ich versuche, Expo, ich versuche an. Hat sich gerade noch so. Scheiße. Oh ja, jetzt sind sie alle. Ich versuche ans Geschütz zu kommen. Ist es ein Plan oder ein Plan? Versuch's halt. Auto weg. Fahre sie weg. Shit. Bring mir's hinter uns. Aua. Ah. Fuck. Das war keine gute Idee, dass ich ins Geschütz gehe. Hm.
machen. Ich guck, dass ich in deine Richtung wieder komme. Ja, im Notfall, im Zweifelsfall nach hinten ausweichen, ne? So, Drohne habe ich mal erledigt. Ich komme in deine Richtung, ja. Wir müssen ein bisschen zusammenbleiben. Es hat keinen Sinn wahrscheinlich, dass sich zu trennen. Was bleibst du da stehen? Ich möchte gerne mal wissen. Aber weil ich da du siehst, dass da Dutzend Leute rankommt und bleibst stehen. Ja, ich komme wieder zu dir. Ich brauche eine Spritze. Ich hab den auf dem Turm weg, da kommen Granaten ab. Ja, meinst du die Granaten? Ja. Okay. Da ist wieder eine Drohne. Oh, ein Dicker. Dicker ist weg. Ich glaube, wir müssten irgendwie Stellung eine andere Strategie. Na, die Stellung müssen wir mal wechseln. Das finde ich mehr. Aha. Aber im Moment denke ich mal, haben wir ja hier eine ganz gute Deckung. Oh, Achtung, Granate. Nein, nicht schwimmen. Oh. Schwer verletzt bin ich. Sag mal. Wo sind die? Ja, ich versuche den gepanzerten wegzukriegen, aber der haltet was aus, ja, das ist nicht mehr normal. Ich Ufer. Das Dicke ist weg. Ich komme rüber zu dir, ja. Man muss dem Dicken erst irgendwie den Helm wegschießen. Oder direkt ins Gesicht. Achtung, weg da. Wieso legt der sich denn nicht hin? Ich verstehe das Spiel nicht. Der Himmel ist mit C, soweit ja, ich weiß. Das weiß ich. So, da ist wieder ein Dicker. Die Dicken machen ziemlich Probleme. Ah, bleib stehen. Der ist weg.
Soll ich nur mal eine Drohnenaufklärung machen? Die rennen hier weg irgendwie. Okay, ich glaube langsam, denke ich mal, haben wir es im Griff, oder? Ja, es sieht besser aus. So viel sind es nicht mehr. Sie haben uns wahrscheinlich auch verloren, aber jetzt haben sie uns wieder. Oh, von hinten! Ja. Ich hab ihn weg. Achtung, da kommt wieder eine Granate. Das dauert nicht lange. Hinter dir irgendwo. Okay. Ich komme zu dir. Oh, da kommen ganz viele. Ganz viele von der Straße irgendwie. Hinter dir. Ganz, ganz viele kommen da. Aua, aua, weg. Ich versuche die von der Straße fernzuhalten, ja? Okay. Das ist aber wieder so ein Dicker. Dicker ist weg. Bleib stehen! Nicht du, der Typ. Achtung, da kommt einer in deine Richtung gerannt. So, ich komme zu dir. Wir sind eigentlich immer noch nur auf dem Rückzug irgendwie. Naja. So, ich gehe mal über die Brücke drüber. Alter Verwalter. Ich versuche in deiner Nähe zu bleiben. Immer werden wir es nicht schaffen. Aber sie haben es gerade komplett auf mich abgesehen. Mann, ist das eine Scheiße. Ey, ist doch eine Scheiße. Der ganze Zoom ist vor den Arsch bis zum geht nicht mehr. Das gibt gar keinen Zoom bei mir. Ja, aber wenn du die Waffe mit der Waffe zielst, dann du ziehst vorher genau auf den Gegner und dann siehst du gar nichts mehr. Du bist tot. Ich hab keine Spritzen mehr. Wechsel doch mal die Waffe, du Vollboss, du Dreckiger. Oh,
So, ich komme wieder in deine Richtung. Ich glaube, sie haben ihn. Ja, genau, mach ihn fertig. Zeig's ihm, mach ihn alle. Achtung, weg da. Granate. Benutz mal einen Verband, du humpelst ziemlich arg. Okay, es ist ruhig jetzt irgendwie. Oder täuscht es nur? Und es ist nur die Ruhe vorm Sturm. So, ich versuche eine Stellung zu kriegen, damit ich mal kurz mit der Drohne drüber fliege. Also da gibt es noch Leute, aber es sind wenig. Also die Türme sind anscheinend geklärt, so wie es aussieht. Aber ich sehe hier niemand mehr. Doch, da irgendwie. Ja, ein Geschütz hat mich gerade noch erfasst. Irgendjemand schießt noch mit Geschützen. Ich guck mal, ob ich ihn finde. Wo der ist. Bleib bloß weg vom Hubschrauber, nicht, dass der drauf geht. Wo ist der? Ich versuche dich zu dirigieren. Das kann doch ein eigenständiges Geschütz sein. Warte mal, da drinnen muss auch noch irgendwas sein. Hier, hier. Warte mal, du bist jetzt. Warte mal, ich gucke, wo du da bist. Da ist der Typ. Ja. Nee, warte mal. Jetzt von. Ich komme mal runter zu dir, warte mal. Das ist das Geschütz. Ich glaube, das schießt eigenständig. Automatisierter Mörser, ein Gerät, das explosive Projektile über große Entfernungen verschießt. Okay, ich guck mal mir das andere an. Das wird der sein. Warte, komm runter. Ich komme zu dir rein jetzt, ja. So, das Ding ist kaputt. Dann sollte man hier draußen mal einsammeln, was geht. Das andere Ding noch kaputt machen. Irgendjemand schießt noch auf mich. So, gut. Dann ist alles kaputt, dann können wir sammeln. Irgendwo waren doch noch Gefangene oder so. Was kann das sein? Nicht. Man hat sowas gehört, aber. Okay. Naja, war ja schon eine harte Nuss, diese Basis, muss ich sagen. Ne? Ja, man muss halt strategisch vorgehen. Mit so. Hau ruck rein und bam, ist nicht. Nee, das geht nicht. So, dann sammeln wir mal alles. Ah, Gott, erschreckt mich doch nicht so. Ich dachte, wer ist denn das schon wieder? Ja, nimm doch die Spritze, nimm doch nicht, okay. Ja, der meiste Kampf hat sich ja außerhalb abgespielt. Ich schaue mir mal den Generator an. Kann man das nehmen? Ja, kann man nehmen. Tja, ja, ja. Kann man den Generator vernichten? Ja, brauchst du jetzt nicht sabotieren, mehr. Doch, das mache ich jetzt mal. Mal gucken, was passiert. So, das Licht ist aus, ne? Hat man bloß einen Knopf drücken müssen. Guck mal, bei mir hier ist eine Kiste. Mhm. Ich guck mal rein, was da drin ist. Vielleicht ist ja was Schönes drin. Eine Hose. Eine Cargo-Hose. Ja, aber unser Ziel haben wir erreicht. Der Hubschrauber ist noch heile. Und draußen liegt ja noch ein Haufen Zeug rum, ne? Was haben wir denn hier? Ach, wieder neue Aufträge.
Eine Waffe ist lokalisiert worden. Okay. Ja, da müsst ihr euch dran gewöhnen. Expo ist da öfters mal am Fluchen. Aber das ist in der Hitze des Gefechts. Also, das darf man keinem verübeln. So, ich sammle hier draußen. Wer du hast ganz schön geflucht. Ach. Du hast geflucht wie ein Rohrspatz. Ja. Ich steh doch mal auf, ja. Du blöde Sau. Welcher Rohrspatz flucht denn so? Oh, komm mal zu mir, da ist noch was Gelbes. Das ist bestimmt was ganz Gutes. Gelbes? Ja, das leuchtet gelb. Alles andere leuchtet ja weiß. Vielleicht ist das ja was ganz Tolles. Bei mir leuchtet gar nichts groß. Guck mal da, wo ich stehe. Das ist außerhalb von der Basis. Ich warte, bis du da bist. Vorher nehme ich es nicht. Und da ist noch Munition. Können wir das vielleicht noch einsammeln oder haben wir voll? Kaliber 338. Ah, guck mal, es ist nichts Weißes, nichts Gelbes. Es ist weiß bei nee? Mir. Ja. Eine Hose. Der Schutzweste. Dann ist als der Loot für die Leute nicht unbedingt gleich. Ne? Scheinbar. Ist ja auch irgendwie blöd. Scale Credits. Gut, dann würde ich sagen, schnapulieren wir uns dann einen Hubschrauber. Ha? Ich sammle hier noch so ein bisschen zu. Ja, ich auch. Alles einsacken. Elektronischer Sensor. Naja, wer weiß, wo das noch hinführt hier. In der Tat. Wasser zu trinken hilft gegen Erschöpfung. Bei Trinkwasserquellen können Sie Ihre Feldflasche auffüllen. Habe ich eine Feldflasche? Ich bin erschöpft. Tja, apropos Feldflasche. Apropos. Meine Feldflasche, meine echte Feldflasche ist leer. Oh, meine auch. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Hubschrauber. Wir werden morgen dann... Morgen oder irgendwann auch immer, wenn wir dazu Zeit und Lust haben sollten, hier weiterzumachen. Weil wir haben ja im Gegensatz zu vielen anderen, die so Let's Plays machen, haben wir ja ein Arbeitsleben. Jo. Und müssen so richtig arbeiten gehen mit Hände und so. Und Beine und Kopf, alles. Gut. So, da ist noch eine Kiste. Ah, jetzt sehe ich schon. Das heißt, wir wissen da nicht, wann der nächste Teil kommt. Wir gehen die ganze Sache ganz locker an. Jo. Warum auch nicht? Also für das, dass es hier ein Munitionsdepot ist, ist hier ganz schön wenig Munition, muss ich sagen. Ja. Also gut, ich sag schon mal Tschüss, wa? Jo, zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich auch und dann geht's weiter mit dem Hubschrauber. Ciao. Ciao.